EA Games. Harry Potters erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war wahrhaft aufregend. Zusammen mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger besiegte Harry erneut Lord Voldemort, den größten schwarzen Magier aller Zeiten. Aber jetzt ist Harry wieder im Ligusterweg Nummer 4. Oft wird er in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer ist, kann er nicht entkommen. Jungen Zauberern ist das Zaubern außerhalb der Schule nämlich nicht gestattet. Dann, eines Abends, während der Sommerferien, erschien der Hauself Dobby. Dobby warnte Harry Potter, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren durfte. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückgeht, ist er in tödlicher Gefahr. Es gibt eine Verschwörung, Harry Potter. Eine Verschwörung mit dem Ziel, die schrecklichsten Dinge geschehen zu lassen. Dobby verschwand. Und kurz darauf erschien Ron Weasley mit seinen Brüdern Fred und George in einem Fliegenden von Anglia, um Harry aus seinem Gefängnis zu befreien. Harry berichtete ihnen von Dobbys Warnung. Ganz faule Geschichte. Ich wette, Dobby wurde von jemandem geschickt, der das witzig fand. Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat? Draco Malfoy. Schließlich landeten sie vor dem Haus der Weasleys, dem Fuchsbau. Touchdown! Rons Mutter, Molly Weasley, marschierte über den Hof und blieb direkt vor ihnen stehen. Sie sah gar nicht begeistert aus. Die Becken leer, keine Nachricht, der Wagen weg, ich werde fast verrückt vor Sorgen. Stundenlang schien es so weiterzugehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, bevor sie sich Harry zuwandte. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Harry, mein Lieber. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Los, Harry, auf geht's! Und los ging's. Speichern ist ganz wichtig natürlich, darf nicht fehlen. Werden wir sehr häufig hier noch sehen, dieses Symbol, es nervt so abgrundtief. Hallo Harry, willkommen in meinem Zuhause. Nichts Besonderes. Ich finde es toll. Danke, Harry. Wir nennen es den Fuchsbau. Los, Harry, wenn der Ghoul die Tür zur Dachkammer wieder verschlossen hat, müssen wir einen anderen Weg finden. Oh, ich hasse dich, Ron Weasley. Ich hasse dich so abgrundtief. Dad hat draußen im Garten ein paar Kisten abgestellt. Wir können sie benutzen, um auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer zu klettern. Du warst so lange bei den Dursleys gefangen. Jetzt kannst du ein weicher Zurückfluch auf die Kisten anwenden. Denk dran, du musst dazu die Kreuztaste drücken. Ich will wieder zurück zu den Dursleys. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Freunde. Ein Jahr ist mittlerweile ins Land gezogen, seitdem wir den Stein der Weisen aus Lord Voldemorts gierigen Händen befreit haben. Und ja, ich kann mich dem einfach nicht entfliehen. Herzlich willkommen zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PlayStation 1. Ich habe gesagt, wir machen die PS1-Version nicht. Ich habe mich dennoch dagegen entschieden, gegen meine vorherige Entscheidung, wie es nun mal so bei mir ist. Und ja, im Endeffekt, ich kann sowieso nicht vor dem Fuchsbau fliehen. Ich meine, hier wird gerade mein feuchter Traum wahr. Ein Ort voller Rons. Gibt es was Schöneres? Ich glaube nicht. Und es ist atemberaubend. Die können sogar Auto fahren. Fliegen. Flipendo, diese Kisten mit einem weichen Zurückfluch. Drück dazu einfach die Kreuztaste. Ich würde mir so wünschen, dass dieser weiche Zurückfluch auch bei dir irgendwas bewirkt. Aber du bist wie ein Hund, Alter. Dich tritt man weg, Harry. Und du kommst jetzt immer noch wieder. Weiter.
Halt die Klappe, Alter. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Oh nein. Mom ist böse. Wir sollten ihr aus dem Weg gehen. Klettern wir doch auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer. Mach es einfach so wie ich, Harry. Um auf eine Kiste zu... Bla bla bla, Alter. Jetzt wissen wir auch, woher Ron den kleinen Dachschaden oben im Kopf hat. Ne? Wir erinnern uns an Stein der Weisen. Der kriegt von seiner Mutter regelmäßig auf die Fresse. Okay, jetzt du, Harry. Lauf auf die kleine Kiste zu, um drauf zu klettern. Ja, lauf du doch auf die kleine Kiste zu. Nur bitte spring nicht rüber, sondern spring einfach runter. Das wäre am besten für alle Anwesenden hier. Ja, der kriegt auf jeden Fall von seiner Mutter regelmäßig einen auf die Latte, wie man sieht. Ich komme hier nicht klar. Wir müssen das hinter uns bringen, Leute. Ah, ich bin runtergefallen, aber egal. Ich kann mich da wieder hochbeamen. Seht ihr? Ist alles Magic hier bei Harry Potter. Leute, ey. Wir müssen einfach nur hier das Tutorial rumkriegen. Dann können wir das Ganze hier ganz normal vonstatten abhandeln. Aber ich sage euch jetzt schon, im Gegensatz zu Stein der Weisen, habe ich in Erinnerung, dass Kammer des Schreckens nicht gut ist. Schmeißt mit Rohren um sich und Mom wird noch verrückt. Bewege die Truhe mit dem Steuerkreuz. Ja, ja, 60 Rohre. Guck mal, wie er da einfach nur steht mit seinen scheiß Rohren. Hat die gesagt, Harry Potter, mein lieber Gast, geh da hoch und bitte halte den Troll davon ab, hier dauernd Randale zu schieben und sich die ganzen Rohre da aus unserer Leitung rauszureißen. Nein, sie hat gesagt, Ronald Weasley, nicht Harry fucking Potter. Weißt du, der Sack kommt um die Ecke. Ja, ich befreie dich von den Dursleys, Harry, weil wir ja auch so gute Freunde sind. Und im Endeffekt muss ich hier seine ganze scheiß Hausarbeit für ihn machen, die sonst sowieso einfach nur... liegen bleiben würde. Ronald Weasley, meine Damen und Herren. Ronald fucking Weasley, ey. Ich hab jetzt schon richtig Bock auf den Kameraden. Ernsthaft, ey. Weißt du, der Typ geht nicht zum Unterricht. Der Typ hängt uns regelmäßig am Arsch. Der hat kein eigenes Leben. Und statt sich mal ansatzweise nützlich zu machen, hier so eine Kiste von links nach rechts zu drehen, nein, er steht da mit seinem Rohr in der Hand. Hey, guck mal, ich hab ein Rohr. Ich bin Ronald Weasley. Und lässt uns die ganze scheiß Arbeit machen und verkauft uns das noch als Tutorial. Guter Mann, richtig guter Mann. Verpiss dich. Gute Arbeit, Harry. Jetzt wird es eine Weile still sein. Danke, dass du mir mit dem Ghoul geholfen hast. Ja, danke, dass du gar nichts gemacht hast. Jetzt ist es schön ruhig. Jetzt müsst ihr Jungs für mich den Garten entgnomen. Sucht Mr. Weasley. Er ist irgendwo in der Garage bei seinem nicht-magischen Kram. Das eine Rohr, was er in der Hand hat, lässt er auch noch fallen. Und da fragt man sich, dass die Mutter wahnsinnig wird. Bei diesem Sohn. Wir bringen einfach nur das Tutorial hier durch, Leute. Ist mir sowas von egal. An diesem Punkt ganz einfach. Leute, die Kammer des Schreckens. Ganz, ganz üble Erinnerungen an dieses Spiel. Das kann nicht gut werden. Okay, lass uns Dad suchen. Ja, gucken wir mal, was dein Vater macht. Gucken wir mal, ob der produktiver ist als du. Ich muss Papa suchen. Guck mal, hier ist eine Tür, Harry. Ich zeig dir jetzt, wie man die aufmacht. Guck mal hier. Drückst du Viereck? Dann kannst du da durch. Für den Fall, dass du den ersten nicht gespielt hast. Ja, ich hatte es gerade erwähnt. Im Gegenteil zu Stein der Weisen, welchen ich ja als ziemlich gut in Erinnerung hatte, mit meiner Nostalgiebrille, habe ich Kammer des Schreckens als nicht sehr gut im Kopf. Vielleicht ist es ja wie bei Stein der Weisen, wir werden eines anderen belehrt. Dad lässt sein Kram überall rumliegen. Ja, Mom wird noch wahnsinnig. Monats. Versuche, diese Fässer mit einem voll aufgeladenen Weiche-Zurückflucht zu zerschmettern, damit wir durch das Tor kommen. Ja, das ist wieder typisch Weasleys, Alter. In Wirklichkeit sollt ihr wahrscheinlich gar nicht in den Garten und das ist hier voll die fette Strategie vom Vater. Euch hochintelligenten Bestien davon abzuhalten, in den Garten zu gehen. So, ihr seht hier erstmal schon mal erste Gameplay-Erneuerung, wo wir in Stein der Weisen noch Bertie Botts-Bohnen in verschiedenen Geschmacksrichtungen gesammelt haben. Sammeln wir in diesem Falle jetzt hier alles zusammen gepanscht, also in so einem dicken, schönen Eintopf. Können wir dann Ron zum Mittagessen geben. Also das wird nicht mehr separiert. Los, lass uns nach Dad suchen. Lass uns nach Dad suchen. Ja komm, lauf, zeig uns, wie man ein Tor öffnet. Ich hasse den Typen. Der ist in den PS1-Spielen so dämlich dargestellt, ne? Aber es ist Ron Weasley. Kein Mensch braucht Ron Weasley. Ich muss es jetzt einfach nochmal an dieser Stelle sagen. Ich habe vor kurzem die Lego Harry Potter-Spiele durchgespielt und auch da ist Ron Weasley am nutzlosesten. Kein Scheiß. Harry kannst du nicht eintauschen, Hermine kannst du nicht eintauschen, aber Ron. Und sprichst mit ihr. Ja. Sie ist ein bisschen schüchtern in letzter Zeit. Seltsam. Ich geh mal zu Dad.
Deine Schwester ist auch die Schönheit vom Lande. Muss man jetzt an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen. Gucken wir gleich mal, ob der Name Genie wirklich ein Genie aus, versteht der Wortwitz, Genie und Genie? Wirklich ein Genie aus, Genie, ein Genie. Ich habe drei Wünsche frei. Hallo Harry, freut mich, dich kennenzulernen. Mich nicht. Ich bin Genie. Ich kümmere mich um unseren Knuddelmuff. Und passe auf, dass Fred und George ihn nicht als Klatscher verwenden. Das ist typisch Weasley. Bring den Knuddelmuff zu den Büschen und er isst sie auf. Darunter verstecken sich Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle sie auf. Mit den Bohnen kannst du in Hogwarts Bildkarten berühmte Hexen und Zauberer von Fred und George. Wenn du den Knuddelmuff zu den Büschen bringst, isst er sie auf. Hast du mir gerade schon mal erzählt. Wenn du eine Bildkarte berühmter Hexen hast du mir auch gerade schon mal erzählt. Solltest du sie immer in deiner... Will ich nicht wissen. Zwei Arten von Bildkarten... Ist mir egal. Danke. So, komm her, du laufende Kartoffel. Die kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil. Da hießen sie noch anders. Achso, ja, stimmt ja. Der muss ja jetzt mir hinterher rennen. Da könnt ihr mal sehen, wie clever Harry Potter ist, ey. Die Alte hat mir das jetzt dreimal versucht zu erklären und ich habe es immer noch nicht verstanden. So viel zum Genie in der Familie. So. ganz langweilige Aufgabe. Wir müssen den Knuddelmuff jetzt dazu bringen, diese ganzen Büsche hier aufzufressen. Also die Weasleys machen hier nichts selber. Also Trolle, beziehungsweise irgendwelche komischen Viecher sind hier für die Klempnerarbeiten zuständig, wie wir gerade gesehen haben. Riesen fette Kartoffeln sind für die Gartenarbeiten zuständig. Und alles andere können dann die Gäste machen, die die Kids nach Hause holen. Deswegen haben die wahrscheinlich auch so viele Kinder. Meine Damen und Herren, die fucking Weasleys. Gut gemacht, Harry. Hier sind Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Felix Summerbee. Du solltest Ron suchen, Harry. Ich glaube, er wollte zu Dad. Dort ich sollte wohl eher einen Arzt rufen. Die Alte, die hat einen Schlaganfall oder sowas. Vor allem, wie sie läuft. Guck mal, ich sag doch. Harry. Wir sehen uns später. Halt doch die Fresse. Ich sag doch, die Kids werden hier pausenlos verprügelt von der Mutter. Das ist eine ernst gemeinte These von mir. Habt ihr gesehen, wie sie gelaufen ist und mit den Armen über den Kopf so... total zusammengezuckt. Das arme Kind ist doch voll eingeschüchtert. Molly, was machst du hier? So, ich lasse jetzt das Genie mit dem Knuddelmuff alleine. Da ist der Dad. Hallo Harry. Hallo Arthur. Arthur Weasley. Erzähl keinen Scheiß. Möchtest du mir vielleicht helfen, den Garten zu entgnomen? Will ich nicht. Du brauchst aber noch Entgnomhandschuhe, um die Gnomen zu fassen. Will ich aber nicht. Leider sind sie irgendwo unter all diesem Plunder begraben. Das ist typisch. Verwende Wingardium Leviosa, um den Plunder aus dem Weg zu zaubern. Warum machst du es nicht selber? Lass alle Teile schweben, indem du die Kreuztaste... Du kannst es doch. Mit den Richtungstasten kannst du den Plunder... Könntest du die Teile bitte verzaubern Nein. und auf die Felsen schmeißen? Nein, mach selber. Vielleicht finden wir die Handschuhe dann. Sie müssen hier irgendwo sein. Und warum zum Fick muss ich das mit Magie machen? Sollt ihr nicht eigentlich außerhalb der Schule nicht zaubern? War da nicht irgendwie was? Ich frag nur. Denk dran, Harry. Es ist genauso wie im Zauber. Ja, dein scheiß Dad hat mir das gerade erzählt. Halt die Klappe! Wingardium Leviosa! So, vielleicht habt ihr es übrigens schon gemerkt. Harry ist ein bisschen konversationsfreudiger als im ersten Teil. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass er sich alles gefallen lässt. Ja, toll. Ich brauche keine Bestätigung. Ich bin froh, wenn ich 1 plus 1 mal zusammengerechnet habe. Und ich schaffe das auch ein zweites Mal ohne Probleme. Danke, Herr Arthur Weasley. Genau so. Ich hasse ihn so abgrundtief. Hast du gut gemacht, Harry. Mach nochmal. Guck mal. Molly, hier ist ein Junge, der es schafft, die Kisten hochzuheben. Ist das nicht toll? Lass uns den adoptieren. Gut gemacht, Harry. Schön. Du hast die Handschuhe zum Entgnomen gefunden. Hier sind... Sehr schön. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Damit wir ihm helfen können, hat er die Handschuhe beabsichtigt... Danke, dass du dir geholfen hast. Jetzt kannst du auch Gegenstände verzaubern. Das ist sehr hilfreich, glaub mir. Ja. Je schneller wir den Garten entnehmen, desto früher können wir ins Bett. Natürlich. Rons Lieblingsbeschäftigung außerhalb der Schule. In der Schule steht er vor den Unterrichtsräumen, statt innen drin zu sein und Unterricht zu machen. Und zu Hause ist er nur am Pennen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich über jedes Klischee, was in diesem Falle hier jetzt in irgendeiner Weise noch untermauert wird. Muss ich jetzt ganz einfach mal sagen. Es ist auch... Ihr habt's gerade wirklich richtig gecheckt. Arthur Weasley hat die Gnomenhandschuhe, die wir brauchen, um ihm zu helfen, in diesen Kisten versteckt, damit wir gezwungen sind, diese Kisten kaputt zu machen, um ihm zu helfen. Weasleys. Ich muss da nichts mehr zu sagen. Fucking Weasleys, Freunde.
Ich verstehe den Tenor dahinter, warum er das als Tutorial eingebaut hat, weil der Fuchsbau halt, ne, in dem zweiten Teil halt auch im Buch eine ziemlich große Rolle hat. Aber ihr werdet noch im Verlauf sehen, was ich meine. Zeit, die Gnomenhandschuhe auszuprobieren. Mom möchte, dass wir diese Gnomen über den Zaun in das Feld mit Dads nicht magischen Kram werfen. Oh, darf ich dich da auch hinwerfen? Erfolgreich zu werfen, dann wird's wenigstens Spaß machen. Wenn Tutorial. Du am Zaun angekommen bist, bla bla bla, Dreiecktaste, drückt die Quadrattaste. Ich habe aber keine Quadrattaste auf meiner Tastatur, was mache ich jetzt? So, im Endeffekt ist das auch Minispiel, wie wir es mittlerweile gewohnt sind. Ich glaube, davon gibt es hier um einiges mehr als im ersten Teil. Das war jetzt die cleverste Konversation, die ich seitdem ich im Fuchsbau bin, hatte. Danke, Herr Gnom. Dankeschön. Drücke die Viereck-Taste. So, ich glaube, das ganze Beispiel war so. Wir müssen das auf voll machen. Ich konnte das mal richtig gut. Zum Werfen die Dreieck-Taste drücken. Na, na? Ja, wunderbar. Ein Hoch auf kaputte Hitboxen. So, im Endeffekt müssen wir hier eigentlich nur alles kaputt machen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es gab auch irgendwas Besonderes, wenn man hier den Rekord von den Weaselbees bricht. Ich kann es euch aber nicht mehr genau sagen. Also ich habe von dem Spiel fast gar nichts mehr im Hinterkopf, also komplett gegensätzlich zu Stein der Weisen. Und das wird wohl auch berechtigt seine Gründe haben. Na, treff ich. Ja, siehste doch. Ich liebe PS1-Hitboxen. Die Hitbox. Guck mal, die Gnome freuen sich sogar, dass sie frei sind von den Weasleys. Moment mal, eine ganz andere Frage. Sollten wir den Garten nicht entgnomen? Warum schmeiß ich die dann in den Garten? Ist da ein Sinn hinter? Also, liegt das Problem jetzt an mir, oder? Oder, versteht ihr, was ich meine? Für mich sieht das mehr nach Garten aus, als das hier draußen. Warum? Warum schmeiße ich denn jetzt die Viecher in den Garten rein? Bist du bescheuert, Ron? Bin ich ein bisschen gelitten? Ja, Nee, liegt sicher an mir. Ich verstehe die Logik dahinter jetzt gerade nicht so wirklich. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Übrigens, schönes Avatar-Bild. So sehe ich morgens auch immer aus, wenn der Wecker zu früh klingelt. Sorry Leute, es ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ihr wolltet die PS1-Version, ihr kriegt die PS1-Version. Aber ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich das hier in irgendeiner Weise noch ernst nehme. Ich habe echt Panik hiervor, wirklich. Also, Stein der Weisen habe ich ja als gut in Erinnerung gehabt und das hat am Ende mich sehr ernüchternd liegen gelassen. Und das Spiel habe ich ja als... Ja, einen richtigen Breaker im Kopf. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bewahrheiten wird hier. So, der Teich ist, glaube ich, mit am schwersten. Aber... Ja. Mit ein bisschen Übung geht alles, würde ich sagen, ne? Also ich weiß, wie gesagt, gar nichts mehr von dem Game. Ich weiß halt nur noch, dass wir halt so typische Sachen hier auch haben werden, wie wir es in Stein der Weisen hatten. Unterricht, ne, mit diesem Quicktime-Event. Bling, 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 bling. Wo Ron natürlich mal wieder nur Scheiße baut oder gar nicht anwesend ist. Quidditch werden wir hier natürlich wieder haben. Harry, deine beste Leistung aller Zeiten. Ist auch meine einzige Leistung, du Idiot. Ja, und Bill Carton, berühmte Hexen und Zauberer. Und mein Zauberstab ist weggebackt. Lustig. Möchtest du nochmal spielen? Nein. Das war nicht witzig. Ja, ist witzig, ne? Anderen bei der Arbeit zuzuschauen. Vollidiot. Ron Weasley. Es tut mir leid, aber das ist zu viel Weasleys hier am Anfang für mich. Sorry, Freunde.